damit willkommen zurück zu Twisted Insurrection. So, wie ihr schön sehen könnt, ein Glorotech-Gebäude. Das müssen wir infiltrieren. Weil der Weg dorthin wird sehr, sehr interessant werden. Wir bekommen ein paar Infanteristen. Darunter ein Kommando. Ja, die Ingis haben sich jetzt total scheiße hingestellt. Müssen wir es mal wegpacken. So, hier kommt auf 1. Ja, die Mission ist auch echt nicht einfach gestaltet. Also, hier ist es auch wichtig, den Kommando zu pushen. Dass der auf seine Stufe 3 kommt. Hier gibt es mehrere. Es gibt eine wichtige Stelle hier, die wirklich sehr knifflig ist. Das ist die Stelle nachher hier in der Brücke schon. Dort steht ein Flammenpanzer. Den bekommt der Kommando so noch nicht platt. Er ist nur Stufe 3 ist. So, dann lassen wir ein bisschen durchlaufen. So, der nächste Trigger, der noch kommt. Hier kommt noch ein Laserturm gleich. Wird sich direkt mal aufdecken. Ja. So, wenn wir diesen Laserturm zerstört haben, kommt vom Wasserweg aus so eine Kreissäge. Und das ist wichtig, dass diese Kreissäge sich auf diesen Kommando konzentriert. Weil geht auf unsere Infanteristen drauf, jeweils ja eine Berührung sind die platt. Und das wäre echt nicht gut. Als allererstes locken wir mal die ganzen Leute da weg. So, ein bisschen angeschlagen. Warum muss das funktionieren? Die laufen alle hier am Rand. Schön sauber reingekommen. Wollen sie mal hier verstecken? So, einmal heilen. Dann gehen wir mit ihm mal weiter. So viele Infanteristen machen, wie es geht, dass wir uns ja schnell hochpushen. Ja, und mir stellt sich die Frage, wo sind die? Hier ist nichts. Du hörst zwar Reinforcements, aber wo sind sie? Und so groß ist die Map nicht. Dass man da sagen könnte, ja, die Stelle hier ist wirklich sehr, sehr verzwickt. Und auf der Stufe schafft er es dann auch nicht. So, gleich geht's hier los. Aber
erwachen hier. Na, immer schon auf ihn drauf gehen. Ja, jetzt hätte ich mir schon gewünscht, dass er jetzt eine Stufe weiter ist. Wir können auch mal den schweren Weg gehen. Das ist der hier. Oh, wir gehen hier hinten lang. Hier hinten lang, da sind wir genau an der Basis. Da möchte ich noch nicht lang gehen. Aber er schafft es nicht. Ich habe schon so oft ausprobiert, von mal ihn gegen den antreten zu lassen, auf der Stufe. Der packt das nicht. Das macht die Mission gerade ein bisschen mehr als schwer. Ich meine, den Ausweg, den wir jetzt noch haben, wir können es mal ausprobieren, hinten lang zu laufen. Und die Ingenieure müssen noch bedacht eingesetzt werden, weil wir haben jetzt gesamt 3 Brücken zu reparieren. Hier ist eine Brücke zu reparieren, hier und hier. So, wir müssen mit dem Ingenieur noch hier rein. Wenn wir jetzt über das Tiberiumfeld laufen, kommen wir an einer Nordbasis lang. Wir können es mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappen sollte, ja. Okay. Alive. Need some medical attention? We're there. What's the call? Ja, es macht auch keinen Sinn. I'll check it out. I'll check it out. I'll check it out. Who needs help? 2 Flame Trooper. Nicht gut. Out of the way. Got it. What do you got need? It. Get a load of this. Got it. Who needs help? Die Flame Trooper hier in diesem Spiel sind einfach nur zum Kotzen. Was die ziehen, also egal was mit Flammen ist hier, ist eine Katastrophe. Selbst mit dem Push, dass ich nicht nach oben, das ist schlecht. Wir gehen jetzt mit dem Kommando nach vorne. Das erste Tierchen. Ja, tiberianischer Teufel, jetzt sind wir auf Stufe 3, perfekt. Zack, zack, zack. Ihr seht ja, was das hier zieht. Wenn ich mir vorstelle, wir müssen mit allen Leuten hier durch. Er wird schon hart. Aber wir gucken erst mal. Ich dachte schon, der greift meine Leute an. Alter. Eieiei. Ruht euch erstmal aus. Yep, da ist die Nordbasis. Hier schwebt auch noch was rum. Ja, Runizerb. Das ist die gute Frage. Können wir mal versuchen, die so eben hier durchzubekommen. Gucken, wie das zieht. Das sieht schon ordentlich was.
Manic ein bisschen was zu tun hier. Wir müssen jetzt bis hier vorne hinkommen. Weil jetzt kann ich mich mit Flammenpanzern anlegen. Einmal alle durchheilen, das dauert ein bisschen länger. Ein bisschen vorne. Speichern wir auch mal sofort. Das ist ein sehr beschissener Weg hier, ich weiß das. So, ihr könnt so eine Musik hören, das Spiel muss gut nochmal neu gestartet. Beziehungsweise an dem Punkt, wo wir gespeichert haben. Es ist leider hier abgestürzt, als ich mit denen gekämpft habe. Ja, kommt vor. Vorbeilassen, nicht, dass es irgendeine Ablenkung ist. Heilen musst du nicht, Kollege, ne? Zack, ein Schuss weg. In der Stadt müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen. Alles voll mit Not. Hier vorne, hier zwischen den Gebäuden, sind auch noch Infanteristen von Not, genauso wie hier vorne. Geht nicht also auf die drauf, wartet bis die hier angewackelt kommen. Zack, zack. So, funktioniert das jetzt? Ich hoffe. Sofort speichern. So, der Rest kann man mitwackeln. So, schrittweise vorgehen. Die sind jetzt über Infanteristen. Flame Trooper. Ein Traum hier. Er fühlt sich genötigt. Die Alliierten sind in dem Fall die ganzen Zivilisten hier, also die zivilen Gebäude. Und wo unsere Verstärkung hier sein soll, keine Ahnung. Dann können wir ein bisschen weiter nach oben gehen. Wir wissen ja, wo die Basis ist. So, jetzt haben wir noch einen Flammenpanzer. Nach dem Infanterist ist es ja scheißegal. Und noch ein Laserturm. Hier wird es sehr interessant mit den beiden Türmen. Die ziehen sehr, sehr viel. Deswegen brauchen wir auch unsere Infanteristen. Ja, die sind eine gute Ablenkung. Die hauen schon gut rein. Plus noch das ganze Gesocks, was hier rum schwirrt. Nicht ohne. Und raus aus den Flammen. Speichern, ganz wichtig. Das ist wirklich so wichtig. Mach das doch bitte. So, wie ihr sehen und hören könnt, das Spiel ist ja mal wieder abgestürzt. Ganz, ganz merkwürdig hier. Got it.
ziehen kann. Haben wir geheilt. Komm mal her, Kollege. Diese Türme hier sind immer noch eine Katastrophe. So, die beiden Türme sind weg, aber ich verstehe nicht warum. Hä? Normal ist das erst möglich, wenn wir das Technologiezentrum eingenommen haben. Das ist jetzt noch nicht möglich, das geht gar nicht. Das mal da, Kollege. Ich hoffe, er überlebt lange. Mein Mod greift jetzt einer Tour an. Machen wir schon mal die ganzen Klamotten kaputt. Wie die angreifen. Du weißt gar nicht, was du zuerst machen sollst hier. Irgendwann muss ich die Brücke fertig bauen. Habt ihr Spaß dran, ne? Wie schnell ist das überhaupt eingestellt? Was geht eigentlich von der Schnelligkeit? Lass die Klamotten in Ruhe. Ja, Kommando ist tot, ist schon klar. Genau, zerstört meine eigene Basis. Oh weia, das wird nicht. Das wird anstrengend. Ich denke mal, dann zerstören wir auch die Brücke wieder. Gerade die hier. Ein bisschen mehr Ruhe. Da kommt Notti nicht rüber. Warten wir noch ein bisschen. Das heißt, erstmal Geduld haben. Ready.
ready. Be right there. Target lock on confirmed. Jetzt versteht die Brücke erstmal. Ich hoffe, was funktioniert hier. Unit ready. Sieht aber nicht danach aus. Unit ready. Das macht natürlich Sinn. Channels open for reconnaissance duty. Unit ready. Gucken wir mal, was wir uns in die vorne bauen können. Halten sehr viel aus. Unit ready. Ja, bauen sind ja Strom als sonst. Construction complete. Cannot go here. Keep an eye on the way. I'm on it, sir. Diese Mistgurken. Unit ready. Building. Unit ready. Unit ready. Skimmer here. Target lock on. I'm on it, sir. Harass the target. Wenn also Bäume wegknochen, die nerven. Oh, ihr macht das schon. Sammelt man hier vorne weg. Schön verteidigen, Leute. Nicht alleine. Sieht ein bisschen wild aus jetzt hier. Das muss einfach sein. RPG. Richtig geil. Ja, Scatterpack auf jeden Fall. Bauen wir mal ein paar von. Bleib locker. Das ist noch die RPG hier. Boah, wie viel Kohle wir haben. Das bleibt alles hier stehen. Lieber zu viel Verteidigung als zu wenig haben. Und die Basis will ich ganz gerne anderweitig pushen. Dass die Brücken nicht zerstörbar sind, das finde ich auch einen sehr großen Nachteil. Construction complete. Unit ready. Cancelled. Ready to harvest. Sammelt mal da oben. Unit ready. Building. Cancelled. Ich meine, Luftanhalten hätten die hier nicht gebaut. Das meine ich hier. Das Technologiezentrum müssen wir erobern, damit wir die Railgun-Panzer bekommen. Der Rest kann ruhig platt gemacht werden. Wichtig ist hier der Bauhof. Harvester under attack. Tatsache. Tut mir immer gar nicht leid. Vorbei.
immer schön von unten aus zu schießen. Jetzt mal Geld loswerden. Bisschen Flugabwehr, falls noch der Feind auf die Idee kommen sollte. Er müsste unbedingt was hier schicken. Geht mal nach dahin. So, Reparatur. So, Waffenfabrik bauen wir auch noch zweite. Wie Sie sehen, kaum Platz hier. So, das wollen wir mit ein paar Orker angreifen. Baut genug. Die sind am Kanton, wo sie hinwollen. Kraftwerke hier umbauen. So, eine Raffinerie bauen. Das sieht für euch ein bisschen wild aus oder sonstiges. Aber anders kommst du hier nicht weiter. Du brauchst Sammler, du brauchst Einheiten. Gerade was Not angeht, greifen wir ganz gerne verstärkt an. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit ready. Du kannst ja nirgends so vernünftig bauen, das ist. Also manche Karten, die kannst du einfach in die Tonne treten. Structure sold. Scatterpack, I have more guns. Unit ready. GI Harvester operational. Kann man hier oben bauen? Mal testen. Construction complete. Unit ready. Weather report, it's rated bold. Unit ready. Show me to a crowd. Unit ready. Jetzt ist da ein Sammler im Weg. Unit ready. Building. Ich glaube, die Baudistanz reicht nicht aus. Construction complete. Unit ready. Schade, ich hätte gerne ihn umgebaut. Unit ready. GI Harvester operation. Immer das Gute einsammeln, Leute. GI Harvester operation. Yes, sir. No problem. Unit ready. Ja, reicht noch nicht aus. Harvester unit. Yes, sir. No problem. Unit ready. Na, auch so Nate, dass du so eingeschränkt bist mit dem Bauen hier. Harvester operation. Unit ready. As quickly as possible.
Wie backt das jetzt rum? Was ist das denn? Jetzt fahren die Sammler nicht mal einständig zurück zur Sammelstelle. Oh, war ja. Ja, das meine ich, dass diese internen Bugs, deswegen speichern wir nochmal. Kann es nicht nachvollziehen. Nochmal ein Sammler kaputt. Das ist kein Verlust für die. So, Flugabwehr des Todes bei dem Feind. Das reicht noch nicht. Wie blöd die doch in der Gegend rumstehen und nichts machen. Ja, der ist da oben eingesperrt, aber was macht denn der Rest? Oh, war ja. Schön ist da was anderes. Ich kann jetzt nicht hier jeden Sammler einzeln steuern. So, bauen wir ein paar Orker nach. Flugabwehr wird wirklich sehr viel drin sein. Zerstört. Ihr seht, wie viel Flugabwehr hier drin ist. So, und jetzt aber noch den Strom ankragen. Unit ready. Das ist ein Witz. Das ging vorhin noch so gut. So, wir brauchen noch ein paar Einheiten. Kein Plan, wo der Fehler bei dem Sammeln hier liegt. Warum soll ich das nicht dann machen? Finden Sie die alle per Hand in die Basis zurückschicken. Das macht für mich keinen Sinn. Weg. Ganz gefährliche Einheit. Stark gegen Fahrzeuge. Und noch diese wunderschöne Artillerie von Nott, die überhaupt nicht nervend ist. So, Orca wieder mitnehmen. Copy
the rocket. Verkauft er seinen Strom, so ein Idiot. Ach, sein Strom hat er die Hand verkauft oder den Strom? Ach, ist auch egal. Ja. Zack, macht sie fertig. Artillerie ist wirklich zum Kotzen. Vorsicht hier. So, ab zur Insel. Ist ja bei Ihnen, ne? Keine Ahnung, was das hier soll. Hey, Inji. Mal muss die Mission jetzt abgeschlossen sein. Hoffen wir's. Ja, haben es doch nochmal geschafft, meine Güte, ey, mit, keine Ahnung, zwei Abstürzen im Spiel, warum auch immer. Dann wollte die Sammler-KI nicht so, wie wir ganz gerne möchten. Ich trage mich schon mal ein. Ja, an sich geht die Mission. 24 Minuten braucht ihr nicht drauf zu achten, weil wir mussten nochmal zweimal reloaden. Ja, ihr werdet nachher sehen, wie lange das gedauert hat. Ja gut, würde man sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.